Nachdem er mich den ganzen Nachmittag im Wohnzimmer mit Fäusten und Tritten traktiert hatte und ich im Bad auf die Toilette gehen zu dürfen, dreht er völlig durch und schlug mir mit aller Kraft ins Gesicht. Ich verlor das Bewusstsein. Das ist der Erfahrungsbericht von der 41-jährigen Maria. Er ist zu sehen in der aktuellen Ausstellung «Willkommen zu Hause» zu Buchs, wo es um Gewalt gegen Frauen geht. Die Organisatoren der Ausstellung, unter anderem der Kanton St. Gallen, will die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren. Am meisten Gewalt widerfährt den Frauen in den eigenen vier Wänden. Es gibt in dem Sinn keinen einen häufigsten Grund. Es gibt verschiedene Gründe oder verschiedene Faktoren, die zu häuslicher Gewalt führen können. Einer ist zum Beispiel, wenn insbesondere Männer ein sehr patriarchalisches Männerbild haben und das Gefühl haben, sie haben das Recht, über die Frau zu herrschen, die Frau zu kontrollieren, sie haben mehr Recht und die Frau muss ihnen gehorchen. Alkohol und Drogeneinfluss sowie private Probleme gehören auch zu den Gründen, die zu häuslicher Gewalt führen. Diese Ausstellung soll dazu dienen, dass einerseits die betroffenen Frauen wissen, wo sie Hilfe suchen können, aber auch die, die gar nicht davon betroffen sind, können helfen. Sie selber können natürlich beeinflussen oder jemandem helfen, der von häuslicher Gewalt betroffen ist, wenn sie zuerst einmal sensibilisiert sind für die Thematik, wenn sie selber die Augen nicht davon verschliessen und wenn sie potenziell betroffene Menschen können unterstützen oder können auch Hilfestellungen geben, die jemand Beratung finden kann. Jeden Monat werden 1 bis 2 Frauen in der Schweiz von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner zu Tod geschlagen. Dass es nicht so weit kommt, soll man möglichst früh Hilfe suchen. Es gibt Opferhilfstellen und Frauenhäuser, wo die Betroffenen Zuflucht finden können. Die Ausstellung ist noch bis am Freitag, am 9. Dezember.